Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden über einen kleinen Kriegsfilm aus China von den The 800 Maran, nämlich The Sacrifice. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. The Sacrifice startet in Kürze auf Blu-ray und DVD und spielt 1953, nämlich in den letzten Etappen des China- bzw. Korea-Konflikts. Und es hat sich alles zugespitzt auf eine große Stadt und dazwischen gibt es nur noch einen Fluss, eine Brücke, die gehalten werden soll. Denn dort kommen die Alliierten, beziehungsweise nicht die Alliierten, sondern die Chinesen, über die Brücke gelaufen, um an die Front zu gelangen. Die Amerikaner aber versuchen, diese Brücke zu zerstören. Der Film zeigt quasi aus drei unterschiedlichen Sichten diesen Kampf um die Brücke. Einmal die Bodentruppen, die sich im Wald und an der Brücke verschanzen. Einerseits den Amerikaner in der Luft, der versucht, diese Brücke zu zerstören. Und Leute mit einem großen Flak, die im Mais sitzen und versuchen, die Flugzeuge vom Himmel zu holen. Das ist im Grunde die Geschichte. Und ich mochte die 800 vor ein paar Jahren. Ich fand vor ein paar Jahren, ich fand, der war gut getrickst. Der war unterhaltsam und war spaßig auch. Der hat aber auch ein tolles Gespür für einen guten Kriegsfilm gehabt. Der hat tolles Sounddesign gehabt. Der war straff inszeniert. Der war wirklich kurzweilig und hat diesen Krieg, den es da gab, wirklich aufs Minimum runtergebrochen, um uns als Zuschauer oder als Europäer oder Amerikaner dieses Thema näher zu bringen. Den mochte ich. Und dann ging ich auch ran an The Sacrifice und dachte, ja, warum denn nicht? Ist ja von denselben Machern, könnte ja auch gut werden. Nur leider verheben sie sich. Während der erste Teil des Films, die erste quasi Episode im Wald und an der Brücke, wirklich spannend war und in seinen besten Momenten auch Gefühle hervorrufen konnte wie in 1917, schafft es dann der zweite Teil schon gar nicht mehr. Dort verfolgen wir einen amerikanischen Piloten, wie der die Brücke angreift. Brauche ich aber persönlich nicht. Wir wollen den Film ja aus der Sicht der Chinesen sehen. Und klar, das ist eine chinesische Propaganda, dieser Film, da muss man nicht drum rumreden. Aber nichtsdestotrotz, warum, wenn ihr mir dieses Problem zeigen wollt oder dieses geschichtliche Erlebnis oder dieses geschichtliche Furchtgrauen dieses Landes, dann warum zeigt ihr mir denn ausgerechnet eine Sicht der Gegner? Das finde ich Quatsch. Der Film hätte sich wirklich darauf spezialisieren sollen, nur chinesische Truppen zu zeigen. Denn das funktioniert am besten. Während diese Amerikaner in der Luft gezeigt werden, funktioniert der Film wieder gar nicht. Alles zerfällt. Irgendwie fragt man sich, bin ich jetzt im falschen Film? Was soll das hier? Das passt eigentlich alles gar nicht mehr zueinander. Und auch die schauspielerische Leistung der Amerikaner in dem Film lässt wirklich zu wünschen übrig. Und so sitzt man da. Und nach der zweiten Episode, selbst wenn dann der dritte Teil in dem Film wieder besser wird,
schafft er es nicht, wegen dem krassen Bruch die Spannung wieder aufzubauen, das Interesse wieder zu rehabilitieren. So sitzen wir am Ende immer noch da und haben uns die Frage, warum musste das jetzt sein? Warum hat dieser Film mit dieser Fehlentscheidung sich jetzt quasi komplett das Genick gebrochen? Das ist so mein großes Problem. The Sacrifice hätte so viel Potenzial gehabt, allein inszenatorisch, wie viele Menschen da teilweise im Bild stehen, was für ein Aufwand diese Kriegssequenzen gedreht wurden. Ist Wahnsinn, also technisch ist das toll. Aber diese Fehlentscheidung der Mitte dieses Filmes will einfach nicht in meinen Kopf. Ich verstehe es nicht, dass der Film so krass dann kaputt gehen kann wegen sowas. Ich verstehe es nicht und das ist leider sehr, sehr schade. Ich gebe The Sacrifice deswegen leider nur 5 von 10 möglichen Punkten. Ich bin da leider sehr enttäuscht. Freut ihr euch auf den Film oder habt ihn ihr schon gesehen? Dann schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr den fandet. Ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein und bye.